das Tor! Israel! Von den Abgrenzen das Tor! Israel! Wir haben eine friedliche Veranstaltung, eine kreative Veranstaltung gemacht mit über 70 Teilnehmern, was für den ländlichen Raum mehr als zu erwarten war. Also es ist total toll, dass so viele Leute sich motiviert haben, sich für einen tierfreien Zirkus einzusetzen, für echte Unterhaltung von Menschen für Menschen. Alle zusammen! Also mich motiviert, das weiterzumachen, weil wir werden das weitermachen, bis es keine Tiere mehr im Zirkus gibt. Wir sind ja generell ein Verein, Animals United, der gegen Tierausbeutung in sämtlichen Bereichen ist. Und wir setzen uns kampagnenwirksam dauerhaft ein, bis wir das Ziel erreicht haben. Das hängt momentan an der Bundesregierung. Der Bundesrat hat 2016 im März erst wieder ein Wildtierverbot für Zirkusse gefordert. Viele Gemeinden haben schon ein Wildtierverbot für Zirkusse, genauso wie viele europäische Länder. Also ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ohne Tiere! Ich würde mich freuen, wenn sich mehr Leute noch einfach einsetzen, also egal in welchen Bereichen, weil Tiere werden in vielen Bereichen von Menschen ausgebeutet und es gibt viele Tierfreunde und viele Tierliebhaber da draußen und an die möchte ich eigentlich appellieren, sich endlich für die Tiere auch einzusetzen und nicht einfach nur leere Worte zu haben. Weil Aktion ist einfach mehr als Petition. Also man kann mal schnell liken und man kann mal schnell unterschreiben, aber wichtig ist, dass man vor Ort ist. Wir wollen natürlich, dass wir ernst genommen werden und ernst genommen wird man nur, wenn man sich an Regeln und Gesetze hält. Deshalb distanzieren wir uns auch ganz klar von solchen Akten. Also wir warnen das nicht und wir distanzieren uns auch ganz klar. Ich bitte deswegen auch die Leute, die das waren, kommt zu uns und setzt euch straffrei für Tiere ein. Wir brauchen wirklich jeden. Bringt eure Wut und bringt euren Frust zu uns und setzt die in Aktion um. Macht was Positives draus.